Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ihr Lieben, heute bereite ich Gari Pfanne zu. In Ghana nennen wir es Gari Foto. So, Gari Foto wird aus Maniokwurzel gemacht. Das heißt, die Maniokwurzel wird gerieben und dann getrocknet. Und dann hat man so ein Granulat. Ja, das ist Gari. Ich glaube, Gari kann man nur beim Afro-Shop bekommen. So, ich stelle euch meine Zutaten vor. Ja, ich habe hier Dosen Thunfisch, ist aber freiwillig, muss man nicht unbedingt verwenden. Zwiebel, Tomatenmark, Chili-Pfeffer, Paprika, dann Gari und Erbsen. Ja, und ich werde auch andere Gewürze verwenden. Die werde ich euch aber beim Kochen vorstellen, damit das Video nicht zu lang wird. So, ihr Lieben, ich habe etwas Öl in meiner Pfanne. Hinzu kommen die Zwiebeln. Die werden wir kurz anbraten. So. So, ihr Lieben, zu den Zwiebeln kommen etwas Thymian. Schön alles verrühren. Ja, und dann kommt Paprikapulver, auch ein bisschen. Knoblauchpulver. Na, schön. So, ist fast alle. Ja, dann machen wir weiter mit Kurkuma. Ja. So, ich habe gerade Knoblauchpulver bekommen. Andere war leer. So. Die Erbsen waren jetzt gefroren. Deshalb mache ich sie jetzt schon rein. So, dann die Tomatenmark. Übrigens, Gari, aus Gari kann man so viele Gerichte machen. Es gibt Gari Fufu, gibt es auch. Bisschen Wasser. Dann kann man Gari Brei machen. Das esse ich auch gerne mit Erdnüsse. Ja, und dann, wie gesagt, auch Gari mit Wachi wird auch gerne gegessen. Und aus Gari kann man halt viel machen. Ja, ist auch lecker. Ist ein einfaches Gericht. Gari mit Gemüse halt, ne? So, dann ein bisschen Gemüsebrühe. Leute, denkt immer dran, wenn ihr Gemüsebrühe verwendet, dass ihr mit euer Salz ein bisschen sparsam umgeht, weil die enthält ja auch Salz. So, die Farbe ist doch schön. Ich liebe das. So, dann kommen auch schon
Es ist ein schnelles Gericht, also ganz schnell gemacht. Chili. Wasser auf. So, und dann kurz anbraten. So vielleicht 5 Minuten. Und dann kommen die Garin dazu. Die Garin müssen wir aber vorher vorbereiten. Das zeige ich euch gleich. So, ich lasse das erstmal kurz für ungefähr 3 Minuten vor sich köcheln. So Leute, ich werde jetzt die Garin anfeuchten mit etwas Wasser. So. Und zwar so, meine Hand ist gewaschen. So etwa verreiben, damit das schön fluffig wird. Und das kommt dann zu der Gemüse. Ein ganz bisschen Wasser noch. Weil die Garin ist ja sehr trocken und deshalb macht man das. Ja, das ist schon okay so, ja. Seht ihr, wie fluffig das jetzt aussieht? Ja. Genau, und das kommt jetzt zu der Gemüse. So ihr Lieben, es geht weiter mit meiner Garin-Futter. Jetzt kommt auch die Garin dazu. Alles rein. Und dann schön alles miteinander vermengen. Mein Herd ist übrigens schon aus. So. Und das ist alles. Ein schnelles, leckeres Gericht. Ja. Wie gesagt, mit Garin kann man viel machen. Also viele einfache Gerichte machen. Ja, das war's schon. Ich werde es anrichten und dann zeige ich euch das Endergebnis. So ihr Lieben, da ist es. Garin Pfannengericht. Oder in Ghana werden wir sagen Garin Futter. Ganz einfach zu machen und ist super lecker. Ja, ich würde mal sagen, probier das mal aus. Kauft euch Garin beim Apfelladen und ja, probiert das mit euer Lieblingsgemüse aus. Also es müssen nicht unbedingt die Gemüse sein. Wie gesagt, die Thunfisch könnt ihr auch weglassen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch Fleisch, gebratene Fleisch verwenden. Ja, es ist ein einfaches Gericht, die man ganz schnell machen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gib mir bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr unser Kanal noch nicht abonniert habt, bitte abonniere unseren Kanal, teile das Video. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Medawasi. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.